Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni, ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin und auf meinem Kanal dreht sich ja alles rund um das Thema Manifestieren, Realitätsgestaltung und natürlich auch Metaphysik. Aber abgesehen von tollen Manifestationstechniken, die ich euch sonst in meinen Videos präsentiere, möchte ich einmal auf ein ganz alltägliches Thema eingehen, das nennt sich Mind Food. Ja, vielleicht kennst du ja das Wort Mindfuck. Also ich bin ja kein Fan von solchen Anglizismen, aber wir haben dann auch keine guten deutschen Wörter dafür. Und im Gegensatz zu Mindfuck ist mit Mindfood bezeichnet alles, was wir unserem Verstand an Informationen zuführen. Alles, was also quasi als Information, als Geschichten, als Erinnerungen und so weiter in unserem Verstand von außen herein sickert. Das nennt man allgemein Mindfood, beziehungsweise der tolle Erfolgstrainer Tony Robbins nennt das so. Und er sagt uns auch ganz deutlich, bitte pass auf, was du deinem Verstand täglich fütterst. Denn wir sind tagtäglich äußeren Einflüssen ausgesetzt und vieles davon können wir eigentlich selbst steuern. Und das ist der Clou. Genau, vieles von dem, was wir uns ansehen, zum Beispiel an Filmen, zum Beispiel ob wir Radio hören, welche Musik wir hören, was wir uns auf Social Media antun und so weiter, da können wir extrem viel steuern, beziehungsweise sehr bewusst filtern, was wir unserem Verstand wirklich antun wollen und was nicht. Das ist viel zu unterschätzt. Wir glauben immer, dass die Dinge einfach auf uns einprasseln und die einfach an uns abprallen, verstehen dann nicht, warum wir zum Beispiel Albträume haben oder unangenehme Gefühle. Genau deshalb. Das heißt, wir selbst müssen hier die Zügel in die Hand nehmen und ein bisschen besser darauf achten, was wir uns denn tagtäglich so reinziehen. Aber ich möchte mal mit den positiven Mindfoods beginnen oder positiven Aspekten. Du kennst sicher den Spruch von Paracelsus, Natur heilt. Draußen in der Natur, das Vogelgezwitscher, der Wind, der vielleicht durch die Bäume saust, all diese Geräusche, aber auch natürlich die sinnlichen Eindrücke sind in der Regel sehr erbaulich. Sie sind ruhig, sie sind wie eine Erholung für uns. Und das hat nicht nur mit der Ruhe zu tun, sondern auch teilweise mit der Komplexität, aber auch mit einer gewissen Ordnung, die da herrscht. Natürlich ist das Wichtigste, dass wir uns auch Ruhephasen gönnen, beziehungsweise bewusst nicht nur den Fernseher abschalten, sondern auch unser Gedankenkarussell, unseren Verstand zur Ruhe kommen zu lassen und richtig runterfahren. Ja, die eiserne Disziplin dafür lautet Meditation, aber es genügt eigentlich auch, wenn man sich ganz bewusst Zeiten der Ruhe gönnt. Das meine ich sowohl von der Lautstärke her, aber noch viel wichtiger, wo man einfach nichts denkt, wo man einfach das Gehirn baumeln lässt, wenn man so möchte, und sagt, ich brauche jetzt gar nichts tun, ich brauche gar nichts denken, alles ist okay. Das ist eine Kunst, die eigentlich an den Schulen gelehrt werden müsste. Ja, wir lernen sehr viel, den Verstand zu benutzen, sich Sorgen zu machen, Pläne zu machen, zu kalkulieren, Berechnungen und so weiter und so weiter. Wir lernen viel zu wenig, dass wenn wir aufgedreht sind, wir auch runterfahren müssen. Und viele haben dadurch auch mit Schlafproblemen zu kämpfen, klar. Dazu empfiehlt sich aber auch autogenes Training, aber auch geführte Meditationen etc. etc. Da gibt es wirklich Dinge zuhauf. Es gibt auch Leute, die bevorzugen Rituale oder andere Dinge, den Blick in eine Kerze oder einfach nur in die Weite schauen. Ja, da gibt es die verschiedensten Methoden. Wichtig ist, dass wir lernen, mal den Verstand leer machen. Und wenn das ganz gut gelingt, vor allem morgens oder abends, dann beginnt die Phase, wo der Verstand wieder aktiv wird. Und da können wir noch sehr gut unseren Verstand kontrollieren. Und genau da ist es wichtig, uns wirklich qualitativ hochwertiges Mindfood, also Gedanken, Ideen, Fantasien und so weiter zuzuführen.
in einem Satsang. Das ist so die indische Methode, wo man in der Gruppe meditiert. Da gibt es nach der stillen Meditation meistens sowas wie eine kleine Lektion mit Weisheiten oder auch einen Dialog mit dem Meister. Da, wo der Verstand ganz leer ist, soll man beginnen, wirklich die guten Dinge wieder einzupflanzen, um ihn richtig gut neu auszurichten. Aber was ist denn noch gutes Mindfood? Ja, das ist individuell verschieden. Ganz klare Sache sind positive, erbauliche Dinge, konstruktive, interessante. Und wie gesagt, wir weichen da ein wenig ab, was der eine als sehr positiv findet, der begleitet den anderen mit negativen Assoziationen. Aber prinzipiell kann man sagen, positive Sprüche, Affirmationen etc. Das heißt, auch deine Affirmationen, wenn du Manifestationstechniken verwendest, dann sind die häufig in der Früh nach einer, ich sage mal, 15-minütigen Meditation noch viel, viel wirkungsvoller. Aber zurück zu dem guten Mindfood. Es sind auch gute Geschichten, gute Filme, absolut gutes Mindfood. Ja, achte einfach mehr drauf, was dir wirklich gut tut und schau, dass du zum Beispiel Fernsehfilme oder Spielfilme auf Netflix danach aussuchst, ob sie gutes Mindfood für dich sind. Das soll dein Kriterium sein, ob du dir das jetzt ansehen möchtest, nebenbei laufen lässt und so weiter. Und hüte dich bitte vor schlechtem Mindfood, auch wenn du glaubst, dass es dir nichts tut, dass es einfach nebenbei so läuft, während du etwas anderes tust. Es hat tatsächlich auch Effekt. Es kann nämlich sogar da direkt ins Unbewusste gehen und dir eigentlich unangenehme Gefühle erzeugen. Also übernimm die Kontrolle, achte mehr darauf, was du dir anhörst, ansiehst, zu Gemüte führst, wo du selbst etwas ändern kannst. Ja, und zu guter Letzt, der ultimative Mindfood-Tipp von mir ist wieder, benutze deine Fantasie für schöne Tagträume. Wir haben es schon fast verlernt, als Kinder war es noch üblich. Momentan dröhnen wir uns eigentlich zu mit Musik oder Dingen aus Social Media, mit Unterhaltungen, mit allen möglichen Videos und so weiter. Wobei, mein Video ist natürlich gutes Mindfood. Aber benutze doch wieder mal deine Fantasie. Lass dir mal die Zeit, wo du sagst, jetzt will ich absichtlich einen schönen Traum träumen. Wie könnte das Leben noch sein? Was könnte noch passieren? Was habe ich in der Vergangenheit Tolles erlebt, was ich noch mal erleben möchte, vielleicht größer, besser und schöner? Ja, so wie wir es als Kinder noch gemacht haben oder als Jugendliche. Bitte, bitte erinnere dich dran und üb wieder diese Fähigkeit, denn auch das ist Mindfood, auch wenn es nicht von außen kommt, weil du deinen Verstand damit beschäftigst und fütterst. Also übernimm die Kontrolle und wenn du noch einen Tipp hast oder vielleicht einen Kommentar zu diesem Video, ich freue mich auf dich, benutze einfach das Kommentarfeld unten. Ansonsten alles Liebe von mir und bis zum nächsten Mal. Aloha!